Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir sind hier in Halle an der Saale, an der Dessauer Straße. Das ist die Einfahrtsstraße, wenn man aus Zürich kommt, ne, da wo diese komische S-Kurve ist. Und neben mir, das ist die sympathische Petra. Sag mal Hallo. Ich sage Hallo. Genau. Was macht ihr denn heute hier Schönes, Petra? Also, wir machen heute eine ganze Menge. Erstmal wollen wir informieren. Wir wollen informieren über das, was wir anzubieten haben. Sportarten, 23 davon. Das sind auch Sportarten, die nicht jeder kennt. Lacrosse, wer kennt Lacrosse? Floorball. Sind das nicht die Sachen zum Anziehen? Es ist nichts. Man muss was anziehen, das sollte man tun. Aber man mit dem Krokodil drauf, Lacrosse? Nein, es ist eher was man, das ist jetzt, fällt dir schwer, etwas vor dem Mund trägt, damit man den Ball nicht direkt ins Gesicht bekommt. Das heißt auch, man muss sich schützen bei dieser Sportart. Mhm. Wir haben dabei auch Floorball, wir haben Frisbee dabei. Okay. Rugby, das ist was für die Muskulären. Mal, ja. Wenn ich jetzt hier, ich versuche mal kurz was. Da ist gerade Lacrosse. Genau. Ja. Und du siehst, die Kleinen fangen schon damit an. Und musst verdammt schnell sein. Ja. Und du musst aufpassen, dass du den Ball nicht unbedingt an dem Körper bekommst, weil der Ball hat einen gewissen Trall und das kann wehtun. Hast du wenn schon du mal? Dich nicht schützt. Also ich bin Pate von Lacrosse, okay, und habe es jetzt noch zugeschaut. Ich habe noch ein bisschen Angst davor. Ich muss mich noch ein bisschen motivieren, ein bisschen Mut fassen, damit ich letztendlich mitmachen darf. Vielleicht probieren wir das dann mal zusammen. Aber erst, wenn die Kamera wieder aus ist. Okay, weil wir haben auch letztendlich jemanden da, der uns medizinisch versorgt. Von daher können wir das alles tun. Also was passiert denn hier zum Kids Day noch? Also wie gesagt, man kann letztendlich hier sich ausprobieren. Man kann schauen, welche Sportart passt letztendlich zu einem selbst. Ja? Man kann sich informieren. Wir haben einen tollen Überraschungsbeutel mit Keksen. Also viele Kekse oder eher weniger? Mit Leckerkeksen. Ich muss hier mal ganz kurz, wenn es jetzt ein bisschen wackelt, ich entschuldige mich schon mal. Das ist das eine. Aber wenn ich das hier raus, nämlich jetzt noch kurz operiere, dann kann ich euch viel mehr zeigen. Weil irgendwie passt, hat die Hülle hier nicht gerade gepasst. So, tut mir jetzt leid für den Wackler. Und wir gucken uns jetzt einfach mal hier eine Runde um. Und die Petra und ich, wir erklären euch noch ein bisschen was. Gut. Und das war gerade meine Hand. Möchtest du deine Hand auch mal noch zeigen, Petra? Nein. Okay. Hier waren wir gerade schon, das ist Lacrosse. Ja, also wie gesagt, wir haben sehr viele junge Menschen, die diese Sportart gerne betreiben. Ja. Ältere habe ich noch nicht gesehen. Es sind natürlich auch bevorzugte Sportart von Studenten. Also ich habe ja auch sehr viele junge Leute, die in Halle studieren, die sich für diese Sportart entscheiden, weil natürlich Bewegung auch im Studium nicht ganz unwichtig ist. Ja, klar. Und neulich sagte jemand, man sollte auch wieder Sport zum Pflichtfach machen, auch beim Studium. Ja? Ich habe es in der Schule. Jetzt guck mal, hier, die spielen das gerade. Das heißt, man hat so einen Schläger, ja, und gleichzeitig ist da ein kleines Fangnetz drin. Ja, und normalerweise wird dann noch gerannt. Also man steht nicht, wird noch gerannt? Man muss im Kreis laufen. Im Kreis oder im Kreis? Im Kreis. Im Kreis, ja. Du musst im Kreis laufen und du musst, der eine, der schießt und der andere muss fangen. Und da musst du verdammt schnell sein. Also das kann ich mir fallen, so groß ist das Loch ja da jetzt auch nicht. Und so klein ist der Ball jetzt auch nicht. Ich denke, die Übung macht es. Wie dicht kann man denn hier ran, ohne dass wir jetzt... Hallo, wir sind gerade live, nicht stören lassen. Das heißt, das Versagen, wenn ihr jetzt nicht trefft, würde live dokumentiert im Internet. Ja, also so. Auch... Das sind zwei aktive Spieler, okay, das sehen wir schon. Und was auch interessant ist, es spielen auch zahlreiche Mädchen jetzt mit. Also, ja? Am Anfang war es fast nur so eine kleine Männerdomäne. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Und jetzt ist natürlich, hier ist klar, was es ist, ja. Das ist American Football, genau. Ja, das sind die starken Kerle, ja, die normalerweise auch viel rennen. Ja. Heute mal etwas weniger. Ist auch nur eine kleine Auswahl, weil wir haben Wettkampfwochenende. Das heißt, auch viele Sektionen können heute nicht dabei sein, weil sie natürlich zum Wettkampf müssen. Das hat Vorrang. Also hier ist erstmal ein kleiner Einblick in diesen Kids Day und gleichzeitig 70 Jahre USV, Universitätssportverein. Jetzt hier auch auf dem Gelände. In dem Sportplatzbereich, wir haben seit kürzlich erst dazu gekauft, das Nachbargrundstück, das heißt Eigentum, und dort wird jetzt auch vieles geplant, das heißt, wir werden dort auch wieder neue Angebote schaffen. Sollen wir da noch rübergehen? Aber gerne. Komm, wir gucken uns einfach noch ein bisschen um. Weißt du, die da hinten, die fühlen sich heute so ein bisschen vernachlässigt, weil natürlich hier vieles zentral stattfindet. Ja, ja. Und das ist, ich glaube, sie sind uns ganz dankbar, wenn wir auch mal dahinter gehen. Na komm, dann machen wir das. Ja. Ich zeige euch aber so lange lieber den gerade noch Frisbee, das fand ich auch cool, da standen Flaschen oben drauf. Kann mal gucken. Und dann hat man versucht, mit den Frisbees runterzuwerfen. Auf der Bühne hier rechts wurde gerade getanzt, der Mäusetanz. Möchtest du ihn noch mal zeigen, den Mäusetanz? Ich kann das. Ja. Ich könnte dir dann die ganze Nummer auch noch mal zeigen. Ich habe das auch gesehen, dass du das kannst. Ja.
Wer steht da? Das ist Rugby. Moment, das ist. Müsste Rugby sein, ja. Was ist der Unterschied zwischen Rugby und American Football? Also, American Football rennt die ja mit diesem Ball, ne, und müssen ganz schnell fangen. Und Rugby ist ja was. Ja, wollen wir sie mal fragen? Ja, komm. Komm, wir fragen die mal. Wir gehen jetzt zum Rugby und wir hoffen, dass sie uns nicht umrennen. Nein, ich glaube nicht, die sind alle sympathisch. Hallo Jungs, ich brauche mal einen Profi. Komm mal bitte. Darf ich dir eine spannende Frage stellen? Ja, bitte. Du bist gerade live. Was ist der Unterschied? Bei Instagram? Bei Twitter und Facebook. Was ist der Unterschied zwischen Rugby und American Football? Die Unterschiede, da gibt es so viele Unterschiede. Also wir haben nur 10 Minuten Zeit. Okay, der größte Unterschied ist wahrscheinlich die Kontinuität im Spiel. American Football ist ein Phasenspiel, das wird nach jedem Kontaktpunkt wird das Spiel unterbrochen. Rugby läuft so kontinuierlich wie Fußball, wie Handball, wie Basketball. Also das Spiel wird nur unterbrochen, wenn der Schiedsrichter das Spiel auch unterbricht. Also es ist eine konditionelle Geschichte schon alleine. Genau, es ist einfach eine andere Form der Kondition. Genau, und ansonsten, wir dürfen den Ball nur rückwärts passen, wir dürfen den Ball aber auch aus dem laufenden Spiel kicken. Und ja, und optisch ist wohl der größte Unterschied, dass wir halt, obwohl wir auch mit Kontakt spielen, keine Helme und keine Pads tragen. Habt ihr auch Mädels dabei? Ja, wir haben auch ein Frauenteam. Okay, aber gemischt gibt's nicht? Nee, gemischt nicht. Das wird nur in den Jugendaltersklassen bis zur U14 wird durchaus gemischt gespielt. Aber dann werden die physiologischen Unterschiede so groß, dass das nicht mehr möglich ist, weil es halt eine Vollkontaktsportart ist. Und es macht Spaß. Wie alt sind die Mitglieder bei euch? Unsere jüngsten Mitglieder sind so im Grundschulalter, also zwischen 5 und 7. Das ist unsere kleinste Gruppe, unsere Minis. Und unsere ältesten Mitglieder im Verein sind schon jetzt über 40. Okay. Gut, ich komme nachher nochmal vorbei für ein kleines Video. Dankeschön dir erstmal. Dankeschön. Jetzt wissen wir es. Was ist das? Das drüben ist Rettungsdienst? Die gehören die zu euch? Aber die haben einen schönen Hund. Die sind heute. Ja. Das finde ich ganz toll. Da müssen wir doch zumindest mal hin. Das finde ich ganz toll. Also zumindest mal, gehört der Hund dazu? Das ist der Rettungshund wahrscheinlich. Der Rettungshund? Ja, ja. Weißt du, wenn du dann irgendwo verletzt bist und du dann wirst nicht aufgefunden, zieht der mich weg. Dann kann der dich wegziehen oder er sucht dich. Ja. Das ist das Thema. Ja. Aber es ist ein hübscher Hund. Mal ehrlich. Der ist wahnsinnig hübsch. Der ist niedlich. Normalerweise hat man da auch eine Weste. Hallo. Können wir euch mal stören? Hi. Wir brauchen mal jemanden vom Fach. Nee, wir sind gerade live und wir haben hier euren Rettungshund bewundert. Was kann der denn Schönes? Hi. Noch nicht mal bellen. Noch nicht mal bellen? Nee. Wie, du gehörst aber gar nicht so offiziell dazu? Nee. Ja. Ja. Das haben sie jetzt doch. Aus. Jetzt hatte ich gerade ein Küsschen. Zum Glück habt ihr es nicht. So, das war jetzt mein Küsschen für heute. So, da sind wir wieder. Gut, was macht ihr heute hier? Wir sind vom Rettungsdienst und wir unterstützen ein bisschen den USV. Okay, ist schon was passiert? Außer Angriffe von Hunden? Nein, nur eine Schürfwunde, kurz beim Spiel ein bisschen verletzt, aber passiert alles gut. Ja, also. Keine Bisswunde? Okay. Nein. Noch nicht. Aber ist auch ein Lieber. Ja. Ne? Noch. So, tschüss. Eddie, du, der ist... Ja! Ja! So. Eddie, genau. Alles klar. Der hat ja auch, das nächste Mal muss er eine Weste tragen. Gut, bis nachher, ne? Ciao. Wir haben uns vor mir. So, Petra. Das ist hier unser Verwaltungsgebäude, das heißt USV. Meine, jetzt können wir ja auch mal die Katze aus dem Sack lassen. Du bist ja nicht nur beim Wochenspiegel hier in Halle und Merseburg die Chefin, sondern du hast auch im USV ein wichtiges Amt. Was heißt wichtig? Ich bin einfach im Vorstand und versuche natürlich die Arbeit dahingehend zu unterstützen, dass wir auch immer, wie das beim Verein so üblich ist, den Verein wachsen lassen. Einmal durch neue Mitglieder, das ist ganz wichtig, aber auch natürlich, dass man sagt, hey Hallenser, kommt vorbei und schaut euch auch mal ein Spiel an, ist auch wichtig. Also man muss nicht nur aktiv, man kann es auch passiv als Zuschauer gestalten. Und was natürlich bei jedem Verein ist, suche nach Sponsoren. Genau. Weil also, das ist ganz wichtig. Wenn es jetzt gerade ein bisschen wackelt, verzeiht mir das, die Straße hier ist etwas horklig, würde man hier in Sachsen-Anhalt sagen. Ich würde eher sagen, du frierst da ein bisschen. Na, wenn ich neben dir stehe, dann müsste dir eigentlich heiß werden. Dann ist mir warm. Es beruhigt mich. Das auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir in das war ein Gelände, das war lange leerstehend. Ja. Yeah. Und wir haben viele Jahre darum gekämpft, das auch letztendlich kaufen zu können. Okay. Und ich glaube, jetzt nach 10 Jahren ist es uns gelungen. Was, wie immer, ne? Wie immer. Ein langer politischer Weg. Wir haben hier natürlich auch, das heißt wir, natürlich die Kollegen vom Vorstand, also unsere Mäusel und Kollegen, haben hier unwahrscheinlich viel Entrümpelungs- und Baumfellaktion geleistet.
damit wir heute letztendlich hier auch das Fest feiern können, weißt du? Ja, sag mal, wie lange geht das Fest denn heute noch? Bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr, also hier an der Dessauer Straße. Dessauer Straße, in Halle. Genau, 151, das heißt Parkplätze und alles, was dazugehört, gibt es ausreichend. Enthaltestelle der Straßenbahn. Also du kommst Das ist Trotha, die Enthaltestelle, genau. Oder ist das nicht Frohe Zukunft? Hier das ist Frohe Zukunft. Frohe Zukunft, heißt die Enthaltestelle. Genau. So, guck mal, hier wird gerudert. Keiner da jetzt. Der hier das wird doch gerade gerudert. Ja, aber hier das Schöne. Das Schöne? Ich. Ja, aber hier wird gerudert. Okay. Und hier wird geschacht. Genau. Genau. Also hier, so sagt man, in diesem Objekt, was wir dann hier noch herrichten, Hallo. Soll dann auch die Sektion Schach unterkommen. Yeah. Es ist ja immer wichtig, dass jede Sektion letztendlich auch eine Heimat findet. Okay. Hat schon jemand ein Tor? Ja, jetzt gleich. Gut. Okay, gut. Und hat es heute Spaß gemacht? Ja, aus auf den Füßen hat es keinen Spaß gemacht. Die sind jetzt kalt. Ach, wir kriegen das hin. Jetzt muss die Sonne kommen, da kriege ich warmes selber. Fußbad. So, und hier hinten, da hast du vorhin schon erzählt, Floorball. Was zum Geier ist denn Floorball? Also, es ist so ähnlich wie Rasenhockey, würde man sagen. Und das ist einer der Sektionen, die ganz stark gewachsen ist. Ja. Also, wir haben, glaube ich, über 170... Was ist der Biberbau, wenn ich hier mal... Die heißen so. Ach die so. Haben sich einen Namen gegeben. Ja, die wollten natürlich was ganz Spezielles haben. Ja. Und somit haben sie gesagt, wir nennen uns Biber. Ja, und selbst bei mir im Verlag sind Kollegen, die hier mitspielen, aktiv. Echt? Ja, der Jan Zinski-Fuchs zum Beispiel, mit Familie, die gesamte Familie, ist Biber. Genau, ist der Floorball letztendlich. Also es sieht ja auch ein bisschen aus wie Hockey, ne? Wenn man das so... Ja, und den jungen Mann, den du da siehst, das ist der Sektionsleiter, der betreut das Ganze hier. Mit der Brille? Nein, der junge Mann, der uns hier entgegenkommt. Ach, hier rechts. Das okay. ist. Hallo. Ja, man kann es so sagen. Mal hier mal. Hallo, Stefan. Ich bringe Verstärkung mit vom Wochenspiegel. Ah, okay. Hi. Und wir sind jetzt live gerade. Wir sind gerade live, genau. Ja. Und wir haben jetzt 15 Fragen. Wir können 1 Million gewinnen. Und okay. Nein, Quatsch. Ich bin bereit. Welche ist die erste Frage? Die erste Frage jetzt. Es sieht ja ein bisschen aus wie Hockey. Ja. Ne? Wo unterscheidet sich es am Ende? In der Schlägerart. Ja? Also das ist hier ein ganz normaler Standardschläger. Wir können mit der Vor- und mit der Rückhand spielen. Es ist kein Holzschläger. Und der Ball ist ein anderer. Der Ball ist wesentlich leichter, hat Löcher drin und es sind andere Tore. Aber so vom Spielprinzip her ist es ähnlich? Vom Spielprinzip ist es ähnlich. Es kommt mehr aus der Eishockey-Richtung. Das ist die Sommervariante vom Eishockey. Noch eine recht junge Sportart, 60er Jahre entstanden, seit 1990 in Deutschland und wir wachsen fleißig. Stimmt, sie hat schon erzählt, 170 Mitglieder. Wie viele Mannschaften stellt das ihr da? Gibt es da einen Ligabetrieb? Da gibt es einen Ligabetrieb. Wir haben unsere erste Herrenmannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt. Hey. Zweite Bundesliga, genau. Richtig. Wann steigt ihr auf? In den nächsten 2 Jahren. Gut. Denke ich schon, dass das so das Ziel, also es ist auf jeden Fall das mittelfristige Ziel, in der ersten Bundesliga zu spielen. Ja. Und dann haben wir die zweite Herrenmannschaft. Wir haben unsere U17, die jetzt die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft spielt. Also die sind auch erfolgreich. Die U15, die U13 und die jüngsten im Spielbetrieb ist die U11. Und dann haben wir noch unsere Mini-Biber-Gruppe. Okay. Das sind Spieler von 2 bis 6 Jahren. Die dann kleiner sind als die Schläger. Die genau richtig. Ne? Also wie gesagt, der Jüngste ist 2 Jahre und der seppelt da schon ordentlich übers Feld und jagt ihn weiter. Bekommt er dann einen kleineren Schläger? Der hat einen kleinen Schläger. Ne? Okay. Es gibt große Schläger und kleine Schläger. Da ist die Schaftlänge dann ein bisschen kürzer. Okay. Also du siehst. Dankeschön. Spielst du jetzt mit? Ne. Nein. Ich bin so Warum nicht? Ich bin so unsportlich, ihr könntet auch einen Baumstamm nehmen. Ja, guck mal, hier werden wir gerade aus dem Ruhrgebiet gegrüßt. Wir grüßen zu. Kommen möchte bis 16 Uhr hier am Sportplatz in der Dessauer Straße. Das ist die Einfahrtsstraße aus Zürbig. Genau. Oder mit der Straßenbahn zur Endhaltestelle Frohe Zukunft. Dann seid ihr auch fast hier. Was erwartet denn die Leute noch, die bis 16 Uhr herkommen? Also wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Ja, jetzt werden wir auch noch aus Österreich gegrüßt. Servus. Servus. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm, aber aus Österreich schaffst du es nicht mehr. Servus, grüezi und hallo. Wollen wir das zum Abschied singen? Nein, lieber nicht. Nein, wir sind ja hier, wir sind in Halle, da singt man andere Lieder. Ja. Aber toll ist es schon, ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Schweiz. Der Abschied. Der Abschied? Nein, wir wollten es jetzt noch sagen, was uns heute hier noch erwartet. Also auf jeden Fall gibt es auch was zu essen und zu trinken, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und was erwartet uns heute? Doch natürlich tolle Gesprächspartner. Ja. Und
ich glaube, dass die, die heute verantwortlich sind, auch einfach noch ein bisschen, ja, ein paar Leute erwarten. Und die Sonne wäre auch nicht schlecht. Na, guck mal, also jetzt hier, man sieht es am Gesicht, es wirft Schatten. Genau, wir kämpfen ja das schon seit heute Morgen und teilweise ist es uns gelungen mit der Sonne. Genau, ja, Sonne, vorhin war schon ein bisschen Hagel. Also bis 16 Uhr noch hier in Halle, viel Spaß. Genau. Und wir sagen tschüss, tschüss Petra. Sag tschüss Petra. Komm zum Sport. Ja, ciao. Ciao.